Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 6, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur vollständigen Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen, Drucksache 19/6410. Die vereinbarte Redezeit beträgt 7,5 Minuten. Als erster Redner spricht Kollege Rudolph von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege Rudolph. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir beraten heute den Gesetzentwurf der SPD-Fraktion zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge, weil wir wollen, dass die Hauseigentümer eben nicht finanziell überfordert werden und an ihre persönlichen und finanziellen Grenzen geraten. Deswegen besteht Handlungsbedarf. Wir haben ja gestern dazu im Innenausschuss eine sehr interessante zweite Lesung bzw. Vorbereitung der dritten Lesung gehabt, weil das sogenannte Maßnahmenpaket, das drei Fraktionen in diesem Haus beschlossen haben, nämlich der Fünf-Punkte-Plan, soll ja die Bürgerinnen und Bürger entlasten, soll auch den Kommunen helfen. Weil auch Bürgerinnen und Bürger da sind und Schülerinnen und Schüler, will ich erläutern, um was es geht. Wenn Straßen, hier geht es um Straßen, die in die Zuständigkeit einer Kommune gehören, Gemeindestraßen, marode sind, instand gesetzt werden, müssen die irgendwann saniert werden. Und irgendwer muss das ja auch bezahlen. Für übergeordnete Straßen, sehen Sie, Herr Boddenberg, auch Sie sind dieser Meinung, das finde ich schon einmal gut. Das ist doch schon einmal eine Basis für eine gemeinsame Diskussion. Also für übergeordnete Straßen, Landes-, Bundes- und Kreisstraßen müssen Anwohner nichts zahlen. Für sogenannte Gemeindestraßen, je nach Qualität, kann es bis zu 75% der Ausbaukosten betragen. Dabei reden wir dann um Beträge nicht von 3,50 € und Peanuts und Promille, wie es der ein oder andere Redner der Koalition gerne tut, sondern das kann zu Belastungen von Bürgerinnen und Bürgern im fünfstelligen Bereich. Das können 10.000 € sein, 20, 30. Wir haben aber auch Fälle, wo die Anliegerbeiträge über 100.000 € betragen. Das kann in der Tat schon existenzbedrohend sein. Und deswegen besteht Handlungsbedarf. Und deswegen reden wir heute im Hessischen Landtag darüber. Jetzt sagen Vertreter, insbesondere von CDU und GRÜNEN, eine Gemeindestraße gehört in die Zuständigkeit der Gemeinde. So weit, so gut. Das gilt übrigens auch für Kindergärten. Auch dafür ist eine Kommune zuständig. Trotzdem macht das Land ordentliche Vorgaben, gibt auch Geld, zwar nicht ausreichend, aber immerhin Geld dazu. Jetzt hat die Koalition und die FDP ein Maßnahmenpaket beschlossen. Eine Sollbestimmung wird in eine Kannbestimmung umgewandelt. Defizitäre Kommunen sind frei in ihrer Entscheidung angeblich. Soll die Kommunen unterstützt werden bei der Einführung von wiederkehrenden Beiträgen. Es gibt einen Zuschuss für die Ermittlung dieser Dinge, und es gibt etwas niedrigere Zinsen. Was landet davon bei den Bürgerinnen und Bürgern? Was sagen Sie einem älteren Ehepaar, das in einem Ein- oder Einfamilienhaus wohnt, eine Rechnung über 30.000 € bekommt? Sie haben für die Ratenzahlung statt 5 Jahre 20 Jahre Zeit, um diese 30.000 € aufzubringen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dies ist im Grundsatz gar nichts. Damit helfen wir Bürgerinnen und Bürger, die betroffen sind, nicht. Und deswegen ist das der falsche Ansatz. Im Übrigen haben wir einen großen Sanierungsbedarf in Hessen. Gerade Kommunen, weil die Finanzmittel im letzten Jahr nicht ausgereicht haben, haben viele Sanierungsmaßnahmen hinausgezögert. Deswegen wird in den nächsten Jahren ein verstärkter Ausbau erfolgen. Und die Kommunen müssen natürlich das Geld bekommen, um die Straßen zu sanieren. Und wir bieten eine Alternative zu Ihrem sogenannten Maßnahmenpaket. Wir wollen, dass die Straßenausbaubeiträge tatsächlich abgeschafft werden. Und wir wollen dafür aber den Kommunen auch den notwendigen finanziellen Ausgleich geben, weil die Straße, die kaputt ist, muss instand gesetzt werden. Und das ist notwendig. Und deswegen sagen wir, dafür ist auch ein Land verantwortlich. Wir wollen die Ungleichheit, die Behandlung der Bürgerinnen und Bürger gleichstellen, weil der eine wohnt in einer Kreisstraße, zahlt nichts für den Ausbau, der andere in einer Gemeindestraße und soll einen fünfstelligen Betrag bezahlen. Das ist ungerecht, meine Damen und Herren, und das will die SPD mit diesem Gesetzentwurf ändern. Das kostet Geld. Der Innenminister hat ausgerechnet oder ausrechnen lassen, knapp 40 Millionen € ohne die beiden großen Städte, allerdings Frankfurt und Wiesbaden, sodass wir sagen, rund 60 Millionen € nach unserem Vorschlag ab dem Jahr 2019 soll das Land den Kommunen zur Verfügung stellen. Wir haben einen Schlüssel genommen, der sich an dem sogenannten Schlaglochprogramm orientiert, also das, was die Landesregierung schon einmal gemacht hat. Und da diese Landesregierung ja alles richtig macht, kann ein übernommener Vorschlag auch gar nicht falsch sein. Ich habe das zwar anders gehört, aber gut, geschenkt, geschenkt. Deswegen orientiert sich das daran,
dass wir einerseits sagen, die Einwohnerzahl ist Maßgabend und die Besonderheit des ländlichen Raums, große Fläche, weniger Einwohner, muss durch einen Flächenansatz, nämlich Kilometerberücksichtigung, finden. Meine Damen und Herren, das ist ein sinnvoller Vorschlag. Wir haben hier in diesem Plenarsaal eine sechsstündige Anhörung durchgeführt, und viele Bürgerinitiativenvertreter waren da. Nun wissen wir, dass die Kommunalen Spitzenverbände das anders sehen als Bürgerinnen und Bürger vor Ort, aber auch als Bürgermeister. Und wenn hier von CDU und insbesondere GRÜNEN gesagt wird, es gibt keinen Handlungsbedarf, ich lese Ihnen einmal ein paar Bürgerinitiativen in Hessen vor, die es gibt, die sich mit dem Thema Straßenausbaubetriebe befassen. Das ist in Linden, das ist in Nendershausen, das ist in Hohenroda, das ist in Haunetal, Niederaula, Mörfelden-Walldorf, in Aslar, in Frohnhausen, in Hanau, in Bad Hersfeld, in Fuldatal, in Maintal, in Eichenzell, in Battenberg, in Lautertal, in Wetzlar, in Bad Soden-Allendorf, in Rothenburg an der Fulda, in Lorsch, in Hüttenberg, in Gießen, in Echzell, in Geisenheim, in Naumburg, in Lohfelden. Meine Damen und Herren, das ist ein landesweites Problem, und deswegen besteht Handlungsbedarf und nicht, wie Sie sagen, im Promillebereich. Und dann kommt die. Wie bitte? Sehen Sie, Herr Frömmrich, genau das ist Ihre grüne elitäre Arroganz. Das ist genau Ihre grüne elitäre Arroganz. Das ist ein landesweites Problem, das Sie ignorieren. Hier geht es darum, dass viele Bürgerinnen und Bürger Sorge haben, wie sie solche Beiträge bezahlen können. Und deswegen besteht Handlungsbedarf. Und wir machen einen Finanzierungsvorschlag, genau wie Sie, dafür Steuergelder bereitzustellen. Wenn Sie sagen, wir finanzieren das Versorgungssicherungsgesetz, die Bezahlung der Beamten 40 Millionen € jährlich ab 2019 aus Rücklagen des Landes, dann ist es genauso legitim und folgerichtig, die Rücklagen auch für die Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern zu nehmen. Das ist genau der gleiche seriöse Finanzierungsvorschlag. Und diejenigen, Herr Boddenberg, wie Sie, die 1999 dieses Land übernommen haben in der Regierungsverantwortung, einen Schuldenstand von 20 Milliarden €, der heute bei 43 Milliarden € liegt. Sie müssen uns über seriöse Finanzen mal gerade gar nichts erzählen. 20 Milliarden € 99, 43 Milliarden € heute. Mein Vorteil ist, ich kann lauter und ich habe das Mikrofon. Noch einmal für Sie zum Mitschreiben. 20 Milliarden € in 99 Schulden, heute 43. Und deswegen, meine Damen und Herren, man kann wie Schwarz-Grün die Realität ignorieren. Aber wir nehmen die Sorgen und Nähte der Bürgerinnen und Bürger ernst, die vielen Bürgerinitiativen, die vielen Resolutionen in Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen zeigen. Hier besteht Handlungsbedarf, und deswegen bringen wir diesen Gesetzentwurf ein. Er bietet eine Alternative. Wir wollen keine halben Sachen. Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger tatsächlich entlasten, und zwar nachzahlbar und messbar in Euros. Und deswegen ist das ein guter Gesetzentwurf, der jetzt in die parlamentarische Beratung geht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rudolph. Als nächster Redner spricht nun Kollege Bauer von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Von den 423 hessischen Kommunen haben 80% Straßenbeitragssatzungen in Form von Einmalbeiträgen, 10% erheben wiederkehrende Straßenbeiträge, und rund 10% der Kommunen kommen derzeit noch ohne eine Straßenbeitragssatzung aus. Das ist die Realität, und die allermeisten Kommunen fahren sehr gut mit diesen gewählten Lösungen schon seit vielen Jahrzehnten. Meine Damen und Herren, bekanntlich verpflichtet Eigentum, und deshalb muss der Bund für sein Eigentum sorgen, das Land für sein Eigentum sorgen, und auch die Kommunen müssen dafür sorgen, dass ihr Eigentum in Schuss bleibt, erhalten wird und wertsteigernd auch dargestellt wird. Eigentum verpflichtet, meine Damen und Herren. Es ist eine ureigene Aufgabe der Kommunen, für ihr kommunales Eigentum auch Sorge zu tragen und die entsprechende Werthaltigkeit sicherzustellen. Und jetzt soll ein vermeintliches Problem gelöst werden, à la SPD-Manier, das sich in die Liste der Versprechungen nahtlos einreiht. Es ist leicht, meine Damen und Herren. Es ist ganz leicht, vermeintliche Probleme mit Geld zu lösen. Mehr Geld für den KFA,
mehr Geld für die Kinderbetreuung, mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau und mehr Geld für Investitionen. Und jetzt kommt noch dazu mehr Geld für den Wegfall der Straßenbeitragssatzung. Das ist die Politik aller SPD. Es ist immer leicht, nach einem Mehr zu rufen und mehr zu wollen, aber nie zu sagen, woher man dieses Mehr überhaupt nehmen möchte und wie man es finanziert. Zusammengefasst sind das mittlerweile über 3 Milliarden € im Jahr. So stellen wir uns seriöse Politik nicht vor, meine Damen und Herren. Allen alles versprechen, das funktioniert nicht. Und ich sage noch dazu, Ihr Gesetzentwurf spiegelt ein Misstrauen gegenüber der kommunalen Selbstverwaltung. Ganz klar. Die vor Ort handelnden Personen, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker werden mit ihrem Vorschlag vor den Kopf gestoßen. Will man doch den Kommunen die Entscheidungsfreiheit über die Straßenausbaubeiträge abnehmen und alles zentral regulieren? Dabei nimmt man die große Gießkanne und fördert z.B. auch die finanzstarken Kommunen wie beispielsweise Eschborn, die zurzeit gar keine Straßenbeiträge erheben. Die bekommen auch Geld nach ihren Vorstellungen. Die Begeisterung vor Ort für ihren Vorschlag hält sich in Grenzen. So haben z.B. die parteiunabhängigen Bürgermeister sich gegen die von der SPD geforderte Abschaffung der Straßenausbaubeiträge getroffen. Gegen. In der Wetzlarer Neuen Zeitung vom 16. Mai lese ich zu dem Treffen, Zitat, dass die Bürgermeister von der Abschaffung der Beiträge zur Finanzierung des Straßenausbaus nichts halten, bekam SPD-Fraktionsgeschäftsführer Gunter Rudolph zu hören. In dem Artikel darf ich weiter zitieren. Herbsteins Vogelsbergkreis gestaltet bereits seit 1970 stressfrei die Straßensanierung, sagte der Bürgermeister der Stadt im Vogelsberg, Bernhard Ziegler. Als einzigen guten Vorschlag aus der Landespolitik sah Uwe Stäubner aus Lichtenfels, Kreis Waldeck-Frankenberg, die von der schwarz-grünen Koalition und FDP formulierte längere Laufzeit und die geringe Zinserhöhung bei der Stundung- und Ratenzahlung. Das konnte ich zu Ihrem Treffen lesen. Die Bürgermeister hatten recht, meine Damen und Herren. Und darüber hinaus plädiert auch der Hessische Städte- und Gemeindebund für die Beibehaltung der Beiträge. Und in der aktuellen Verbandsnachrichtenzeitung des Hessischen Landkreistages vom April 2018 darf ich lesen, auch die Zitat viel diskutierten sozialen Aspekte führen bei genauerer Betrachtung nicht notwendigerweise zur Änderung des bestehenden Systems. Mit wiederkehrenden Straßenbeiträgen, der Möglichkeit von Ratenzahlung bzw. Stundung, Niederschlag und Erlass stehen bereits heute ein hinreichendes Instrumentarium zur Verfügung, um soziale Härten abzumildern. Sinnvoll wäre es ergänzend dazu, die Laufzeit der Ratenzahlungsmöglichkeiten zu verändern und den Zinssatz entsprechend der aktuellen Niedrigzinsphase anzupassen. Eine Neuregelung würde nach Überzeugung des Hessischen Landkreistages auch für den Zustand der kommunalen Infrastruktur zu massiven Problemen führen. Ebenso muss man an diejenigen denken, die in den letzten Jahren bereits Beiträge gezahlt haben. Es gibt daher keinen vernünftigen Grund zur kompletten Abschaffung der Straßenbeiträge. Zitat Ende. Dem ist nichts hinzuzufügen, meine Damen und Herren. Das zeigt doch ganz klar, dass Sie als SPD mit Ihrem Vorschlag sowohl die Wünsche vor Ort ignorieren, sowie so oft auch entsprechend bei der Finanzierung völlig daneben liegen. Und auch der Blick nach Bayern. Wenn Sie sich Bayern als Vorbild nehmen, darf ich noch einmal zitieren aus der Süddeutschen Zeitung vom 25. Januar. Da sagt Jürgen Mistroll von den Grünen und Klaus Adel von der SPD, sie werfen den Freien Wählern, Zitat, unseriöses Vorgehen vor. Zitat, bei einer Abschaffung würden künftig alle Steuerzahler zur Kasse gebeten, sagt Mistroll. Und die Grünen führen aus, sie würden sich zwar einer Abschaffung nicht in den Weg stellen, aber sie warnten davor, dass es viele Verlierer geben werde. Und weiteres Zitat von Adel von der SPD. Wer den Menschen weismacht, mit der Abschaffung sind die Probleme alle gelöst, der streut den Menschen Sand in die Augen. Recht hat er. Zitat Ende, meine Damen und Herren. Alle sagen, so einfach geht es nicht, alles mit Geld zu lösen. Der hat von dem Problem keine Ahnung. Meine Damen und Herren, wir wollen keinen Systemwechsel. Wir haben eine gute, tragfähige Weiterentwicklung der jetzigen Regularien vorgelegt. Wir haben Vertrauen in die Entscheidungsfreiheit der Kommunen, und wir stärken die kommunale Selbstverwaltung. Die Kommunen können selbst entscheiden darüber, ob und auch wie sie Straßenbeiträge erheben wollen. Darüber hinaus greifen wir auch die Sorgen von Bürgerinnen und Bürgern aus, um individuelle Härten abzumildern.
Wir haben die Möglichkeit der Entlastungen, Ratenzahlungsverlängerungen und Zinssenkungen bereits angesprochen. Auch die wiederkehrenden Straßenbeiträge, die Sie in der Vergangenheit Land auf Land ab als die allheilmachende Lösung gepriesen haben, sind eine faire Variante, um die Beitragsbelastung zu senken, um ein solidarisches Finanzierungssystem auf die Beine zu stellen. Sie selbst haben als SPD Land auf Land ab dafür geworben. Davon wollen Sie heute nichts mehr wissen. Das ist, denke ich, auch eine Kehrtwende um 180 Grad, meine Damen und Herren. Wir wollen diese wiederkehrenden Straßenbeiträge als Alternative fördern. Und deshalb haben wir uns dazu bereit erklärt, die entsprechenden Kosten, die entstehen, pauschal mit 20.000 € pro Abrechnungsgebiet auch, denke ich, ein Stück weit auch abzudecken. Und wir werden die Einführung dieser Abrechnungsgebiete auch erleichtern. Meine Damen und Herren, so stellen wir uns, wie Sie das machen, keine generationengerechte Politik vor. Einfach zu sagen, wir addieren das einmal auf den ungedeckten Scheck für die Zukunft dazu. Und ob wir jetzt 2,5 Milliarden € ausgeben oder 3 Milliarden €, der Wähler wird es nicht merken, meine Damen und Herren. So geht keine seriöse Politik. Wir machen Politik nah am Bürger, verlässlich und bezahlbar, nicht mit Bevormundungen und leeren Versprechungen und mit großem Wahlkampfgetöse, sondern verantwortungsbewusst und bürgernah. Wir haben einen Gesetzentwurf, der an der Realität sich messen kann. Sie streuen den Menschen Sand in die Augen, und deshalb werden wir Ihren Gesetzentwurf auch ablehnen. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Bauer. Für eine Kurzintervention hat sich Kollege Schmidt von der SPD zu Wort gemeldet. Herr Kollege, Sie haben 2 Minuten Redezeit. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wenn Herr Bauer davon spricht, dass die CDU nah am Bürger ist, dann haben wir gerade bei der Kommunalpolitik gesehen, dass sie immer nah am Geldbeutel der Bürger ist, meine Damen und Herren. Wenn Sie die Gebührenentwicklung in Hessen, Stichwort Grundsteuer, wenn Sie Entwicklung selbst Gewerbesteuer, wenn Sie das alles, was Sie den Kommunen abgerungen haben, die sind am Ende sozusagen zu deutlich mehr Zahlungen, nämlich 390 Millionen € müssen die Bürger allein in den letzten Jahren mehr an Gebühren aufbringen als vor wenigen Jahren noch, dank Ihrer Politik, meine Damen und Herren. Das verstehen Sie unter Nahe der Bürger. Aber ich will etwas anderes noch einmal anführen, weil Sie wieder die Frage der Finanzierung angesprochen hat. Wissen Sie, es gibt eine Partei, nein, es gibt noch zwei, die Grüne sind auch dabei, die FDP nehme ich jetzt einmal raus, die in der Tat zu den Straßenausbaubeiträgen einen Gesetzentwurf vorgebracht hat, der den Vorgaben der Hessischen Verfassung nicht gerecht wird, weil Sie ja Geld geben wollen, pro Einwohner 5 €. Aber, meine Damen und Herren, zur Finanzierung, wo diese Ausgaben bis zu 30 Millionen € herkommen sollen, haben Sie kein Wort gesagt. Wir haben das gestern aufgehalten, sonst hätten Sie ein verfassungswidriges Gesetz verabschiedet, weil es eben nicht der Vorgabe der Hessischen Verfassung entspricht. Und dann stellen Sie sich hier hin, Herr Bauer, und machen Vorwürfe an die SPD. Schämen Sie sich. Sie sind ja nicht mal in der Lage, ein verfassungsgemäßes Gesetz zu den Straßenausbaubeiträgen hier vorzulegen. Meine Damen und Herren, schämen Sie sich. Und wenn Sie sagen, dass die SPD Verlierer produziert, meine Damen und Herren, wir werden viele Gewinner produzieren. Wir werden die Kommunen erlösen von sehr, sehr schwierigen Abrechnungsmöglichkeiten. Es ist sehr, sehr schwierig, und es ist Gegenstand von vielen, vielen Klagen, meine Damen und Herren. Wir werden die Kommunen Mittel bereitstellen, die deutlich über den Aufkommen liegen, sodass ich glaube, am Ende sogar die Kommunen auch für andere Dinge noch Mittel haben, um zu investieren. Und, meine Damen und Herren, schließlich, und das Herr Kollege, ist bürgernah, Das ist sozusagen der entscheidende Punkt. Wir werden auch die Hausbesitzer entlasten, die vielfach eben nicht dafür aufkommen können. Deswegen gibt es sozusagen nur einen Gesetzentwurf, der sozial auch ausgewogen ist, und das ist der Gesetzentwurf der SPD. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schmidt. Herr Kollege Bauer, Sie hätten die Möglichkeit zur Erwiderung. Sie verzichten darauf. Dann rufe ich auf Herrn Kollegen Hahn. Sie haben jetzt die Möglichkeit, das Wort zu ergreifen. Bitte schön. Ich gebe Ihnen gern das Wort. Bitte. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe jetzt einmal vor, lieber Kollege Schmidt, über den Antrag der SPD zu reden. Sie haben ja eben ausschließlich über den Änderungsantrag von CDU, GRÜNEN und FDP geredet. Das machen wir morgen. Wir machen das einmal Stück für Stück. Jetzt reden wir einmal über den SPD-Antrag. Ja, Herr Kollege Rudolph, Sie haben recht.
Die Begründung, warum es diesen Gesetzentwurf der SPD jetzt heute hier gibt, ist ja, es bestehe Handlungsbedarf. Ihr agieren würde, lieber Kollege Rudolph, liebe Freunde der Sozialdemokratie, ein bisschen überzeugender sein, wenn Sie diese Erkenntnis nicht erst in der vorvergangenen Woche bekommen hätten. Es wäre ein bisschen überzeugender, wenn die Sozialdemokratie in den letzten Jahren, im letzten Jahr, sich mit dem Thema der Straßenbeiträge einmal kreativ auseinandergesetzt hätte. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, das haben Sie im Hessischen Landtag nicht. Sie haben nichts zu dem Thema Straßenbeiträge gemacht. Wir haben noch einmal heute unsere Datenbank abgefragt. Die einzigen Aktivitäten in den Jahren 16 und 17 sind zwei kleine Anfragen. Aber Vorsicht an der Bahnsteigkante, nicht von der Sozialdemokratie, sondern von der FDP. Wir haben in zwei Anfragen, Kollege Lenders war das in Person gewesen, einmal am 15.08.2016 beantwortet und einmal am 13.02.2017 beantwortet, das Thema Wiederkehrende, das Thema Straßenbeiträge auf die Tagesordnung des Landtages gesetzt. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen von der SPD, es ist doch erkennbar, dass Sie mit Ihrem Gesetzentwurf, den wir jetzt zu beraten haben, meine sehr verehrten Damen und Herren, versuchen, noch hinterherzulaufen, dass Sie erkannt haben, dass es ein Thema gibt, was in dieser Bevölkerung, in unserer Bevölkerung ein Thema ist, wo Sie aber als Landtagsfraktion schlicht und ergreifend geschlafen haben. Das ist Ihr Problem. Und jetzt suchen Sie den Ausgang für Helden, beschimpfen da die anderen. Das ist immer einfacher. Aber, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie sich doch bitte einmal daran erinnern, wie Sie in den letzten Jahren agiert haben. Es gab einen Gesetzentwurf der Sozialdemokratie in der 18. Legislaturperiode, Drucksachennummer 18-4389. Meine sehr verehrten Damen und Herren, da war in keinster Weise die Rede von Abschaffung der Straßenbeiträge, sondern Sie wollten ein neues System aufsetzen. Ich würde sagen, Herr Warnecke, Ruhe an der Front, weil ich habe gleich noch Zitate von Ihnen. Sie haben sich dann in der Debatte, über die wir schon häufig hier diskutiert haben, zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und FDP 18-5453 im März 2012 beteiligt. Und Sie waren diejenigen, die immer noch ein bisschen mehr in das Thema wiederkehrende Leistungen, wiederkehrende Abrechnung herein wollten. Da war kein einziges Wort davon, dass es sich um eine Existenzbedrohung handelt, dass es ein falscher Ansatz ist, wie Herr Rudolph das eben gesagt hat. Nein, im Gegenteil, Sie haben sich noch mehr, noch intensiver, als das damals die Regierungsfraktionen von Union und FDP getan haben, auf die wiederkehrenden Leistungen gestürzt. Wie glaubwürdig ist Ihr Verhalten eigentlich heute? Wie glaubwürdig ist Ihr Verhalten eigentlich heute? Da ich das freundschaftliche Verhältnis mit den Kollegen der Sozialdemokratie nicht zu sehr belasten will und auch nicht darf, zitiere ich jetzt nicht Herrn Rudolph. Aber ich empfehle einmal, das Protokoll vom 20. November 2012 herauszusuchen. Ja, da wurde aber das letzte Mal hier intensiv darüber diskutiert. Kein einziges Wort, dass es sich um Existenzbedrohung handelt, dass es der falsche Ansatz ist, dass es unsozial ist. Nein, meine sehr verehrten Damen und Herren, die SPD wollte nur eine noch verschärftere Lösung haben, als das die Schwarzen und die Blau-Gelben hier beschlossen haben. So viel zu Ihrem Thema Glaubwürdigkeit. Lieber Herr Warnecke, ich gebe zu, ich habe den Redebeitrag für heute ganz anders vorgehabt. Aber der Beitrag des Kollegen Rudolph gestern in der zweiten Lesung des gemeinsamen Antrags hat mich dazu motiviert, noch einmal ins Archiv zu gehen. Ich bedanke mich bei meinen Mitarbeitern, dass sie mit mir ins Archiv gegangen sind. Was macht denn da der Kollege Warnecke zum Beispiel? Er fährt durch Nordhessen. Wir haben das jetzt einmal entnommen, einem Beitrag der SPD aus, kommen gleich noch drauf, Neustadt. Den kennen Sie ja bestimmt, Ihr Genossen Rainer Bieker, der mit großer Freude berichtet,
dass der Kollege Warnecke aus dem Landtag dagewesen sei. Das war im Jahre 2015, und zwar am Ende Dezember 2015, und dafür geworben hat, dass es doch endlich wiederkehrende Straßenbeiträge auch in Neustadt geben soll. Kein Wort davon, Genossinnen und Genossen vor Ort. Es ist unsozial, es muss abgeschafft werden, es ist Existenzbedrohung. Kein einziges Wort davon. Wie glaubwürdig eigentlich meinen Sie, können Sie dieses Thema noch vertreten? Und den größten Ärger bei mir hat der Beitrag, die Teilmenge des Beitrags des Kollegen Rudolph vom gestrigen Tage gebracht, als er von der armen Oma in Niederaula sprach und von dem älteren Ehepaar in Sontra, die alle Opfer dieser Politik, dieser Regierung, nein, der Änderung von können auf sollen im Jahre 2013 geworden ist. Kollege Rudolph hat ja so getan, als wenn die ein Opfer der Tätigkeit geworden sind, die der Landtag gerade erst vor vier, fünf Jahren gemacht hat. Lieber Kollege, ein Blick ins Internet zeigt, Niederaula hat das letzte Mal ihre Straßenbeitragssatzung am 30.06.2010 verändert. Also nichts mit jetzt, sondern früher. Sontra hat am 15.12.2009, also nichts jetzt, sondern schon lange her. Ich meine deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, die anscheinend große Mehrheit dieses Hauses ist klug beraten, festzustellen, erstens, die Sozialdemokraten haben ihre Meinung zu 100% geändert. Das steht ihnen zu. Aber bitte nicht mit der Sozialplatte unterlegen, die sie meinen, dass sie jetzt unterlegen müssen. Und zum Zweiten bin ich ganz bei Kollegen Bauer. Der Gesetzentwurf, der gestern zur Vorbereitung der dritten Lesung im Haushalts- und im Innenausschuss beschlossen worden ist, ist ein guter Kompromiss, wird gedeckt von den Wünschen, wird gedeckt Herr Kollege, von den Wünschen, Sie müssen zum Ende kommen. Wird gedeckt von den Wünschen der IHK und vieler anderer. Und dass einige Bürgermeisterinnen und Bürgermeister meinen, am besten ist es, es bleibt so, wie es ist, das ist deren Problem, weil sie leider eine Entscheidungsfreudigkeit vor Ort nur selten haben. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Hahn. Für eine Kurzintervention hat sich Kollege Warnecke von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Sie haben zwei Minuten Redezeit, Herr Kollege. Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist schade, Herr Hahn, dass Sie nie bei einer dieser Veranstaltungen dabei waren. Sehr schade. Sie hätten dort eine Menge lernen können, insbesondere von der Diskussion, die die Bürgerinnen und Bürger dort pflegen. Und wissen Sie, wo das Ganze sehr schnell endet? Nicht bei den sogenannten Anliegerbeiträgen, nicht bei den sogenannten wiederkehrenden Beiträgen, sondern bei der Frage, ob man das nicht per se über Steuern finanzieren kann. Und der ursprüngliche von der Sozialdemokratie eingebrachte Vorschlag, der ja leider durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts verworfen wurde, nämlich eine gesamte Kommune zu einem Abrechnungsbezirk erklären zu können, das war ja der Ausgangspunkt der Sozialdemokratie, ist ja durch die vielen Abrechnungsbezirke und den Problemen, die daraus entstehen, und diese Beträge werden in kleineren Ortsteilen nicht kleiner als das, was hier in Rede steht, werden durch dieses konterkariert. Und wenn die Sozialdemokratie erkennt, dass durch die Einführung und durch die deutliche Steigerung von bislang nicht in entsprechenden Kommunen erhobenen Beiträgen – Hohenroda ist so ein Beispiel, weil Sie sagen, es gäbe keine – es dazu kommt, dass die Bürgerinnen und Bürger unter dem Gerechtigkeitsaspekt, den Sie ja so thematisieren, und die Freiheit, die Sie ja auch so thematisieren, zu sagen, wir können darauf verzichten, aber unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten sagen, darauf kann man am Ende doch nicht verzichten, weil ja Leute schon gezahlt haben, sich Gedanken macht, wie man grundsätzlich diese Frage regelt. Das, finde ich, ist eine Frage, die auch Sie, Herr Dr. Hahn, durchaus aufgreifen könnten. Und insbesondere, und damit komme ich zu dem letzten Punkt, Gemeindestraßen. Es bleibt ja eine Gemeindestraße. Und es bleibt nach wie vor sehr viel Geld bei der Kommune hängen. Und es bleibt demzufolge auch eine Menge an Entscheidungen, die die Kommunen zu treffen haben, hängen. Es ist am Ende nicht so, wie hier ständig unterstellt wird, dass das Land jetzt vorschreiben will, was die Kommune zu tun hat und wie sie es zu tun hat, sondern es geht darum, den Beitragsteil, den die Bürgerinnen und Bürger gezahlt haben, durch Landesmittel zu ersetzen. Übrigens ist das etwas, was bei Kreisstraßen durchaus bei GVFG-Mitteln ja auch passiert. Da müsste man mal erklären, warum die Kreisstraße, die wir mit unserer Kreisumlage als Kommune mitbezahlt haben, etwas Besseres ist als die Gemeindestraße.
Warum soll es denn da kein Landesgeld in dem notwendigen Herr Kollege, Umfang Sie müssen geben? Zum Ende kommen. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten bei den Argumenten mal ein bisschen abschichten und am Ende sagen, es geht hier um den Beitrag der Bürgerinnen und Bürger und um nicht mehr und nicht weniger. Und nichts anderes wird in diesen Veranstaltungen dargestellt. Ich danke fürs Zuhören. Vielen Dank, Herr Kollege Warnecke. Herr Kollege Hahn, Sie hätten die Möglichkeit einer Erwiderung. Sie verzichten darauf. Dann nehme ich den nächsten Redner dran, das ist Kollege Schaus von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! In der vergangenen Woche hat die SPD einen Gesetzentwurf vorgelegt, der ebenso wie unser Gesetzentwurf vom Januar 2018 nun auch die vollständige Abschaffung der Straßenbeiträge vorsieht. Wir begrüßen es sehr, dass nun auch die SPD, besser spät als nie, die Sorgen und Nöte der vielen Menschen, die zum Teil mit hohen Straßenbeiträgen belastet werden, ernst nimmt und sich nun auch den Argumenten der mittlerweile über 40 Bürgerinitiativen zur Abschaffung der Straps anschließt. Gleichwohl, den Gesetzentwurf hätte es dazu jedoch nicht extra gebraucht. Bereits seit Januar dieses Jahres liegt unser Gesetzentwurf, der ja auch bereits in einer Anhörung vielseitig unterstützt wurde, vor, indem wir exakt die gleichen Forderungen erhoben haben. Dies sind erstens die vollständige Streichung der Ausbaubeiträge aus dem Kommunalabgabengesetz, zweitens die Unzulässigkeit von Straßenbeiträgen zum Umbau und Ausbau von Verkehrsanlagen auch in die HGO festzuschreiben, drittens die Einnahmeausfälle, welche den Kommunen beim Wegfall von Straßenbeitragssatzungen erleiden, durch besondere Landesmittel auszugleichen. Der einzige Unterschied in den Gesetzentwürfen von SPD und uns ist, dass sie den Ausgleich nun durch eine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes gleich festschreiben wollen. Wir hatten den Ausgleichsweg hingegen bewusst offen gelassen, um nach der Verabschiedung mit den Städten und Gemeinden im Detail zu diskutieren. Das ist also weder ein Mangel noch ein Fehler unserer Gesetzesinitiative. Den Weg, den die SPD nun gehen will, ist einer von mehreren Möglichkeiten. Danach sollen künftig alle Städte und Gemeinden, das ist ja schon angesprochen worden, auch diejenigen wie Frankfurt oder Eschborn, die bisher nie Straßenbeiträge erhoben haben, Geld vom Land erhalten. Einen anderen Weg, nämlich über die Erstattung der Ausfälle nur bei den Kommunen, die bisher eigene Straßenbeiträge erhoben haben, geht z.B. das Land Bayern. Eine dritte Möglichkeit könnte aber auch die Kombination aus beiden Modellen sein. Uns kommt es letztlich aber bei allen Finanzierungsmodellen immer darauf an, dass sie von den Betroffenen als gerecht empfunden werden und auf Dauer die Finanzierung durch das Land sichergestellt ist. Ich sage es noch einmal. Es ist ein Unding, dass Bürgerinnen und Bürger, die bereits bei der Erstellung der Straßen vor ihrem Haus erhebliche Erschließungskosten gezahlt haben, nun zusätzlich auch noch für grundlegende Sanierung dieser schon bezahlten Straße erneut herangezogen werden. Weil darum geht es. In Bayern sollen die Straßenbeiträge demnächst fallen. Der Gesetzentwurf der CSU-Fraktion liegt seit dem 11. April 2018 vor. In Berlin und Hamburg wurden die Straßenbeiträge wieder abgeschafft. In Baden-Württemberg gibt es dafür gar kein Gesetz. Zahlreiche Bürgerinitiativen, die sich Land auf Land ab, sei es z.B. in Niederaula, in Linden, in Hanau, in Schlitz, in Merfelden-Walldorf, in Wetzlar, Münchholzhausen, Rüsselsheim oder auch in Maintal gegründet haben, fordern schon seit Längerem die komplette Abschaffung, so wie es in den anderen Bundesländern geschehen ist, und haben ihre Sicht auch in der Anhörung, die hier stattgefunden hat, im April anschaulich vorgetragen. Ich will der SPD nicht zu nahe treten.
zumal wir hier das gleiche Ziel verfolgen. Aber ich werde den Eindruck nicht los, dass Ihnen erst nach der Anhörung wirklich klar geworden ist, was die Straßenbeiträge für die einzelnen Menschen vor Ort wirklich bedeuten. Denn der Rentnerin, die nur eine kleine Rente hat und für ihr Häuschen dann auf einmal 5.000, 10.000 oder wie in Wetzlar-Münchholzhausen über 20.000 € auf den Tisch der Kommune blättern soll, wird dies auch nach langen Ratenzahlungen nicht möglich sein. Die teils erschütternden Erfahrungsberichte von Betroffenen während der Anhörung waren dabei offenbar sehr einprägsam und überlagerten aus meiner Sicht die schon ausschließlich formal, die doch ausschließlich formalen, um nicht zu sagen technokratischen Gegenargumente der kommunalen Spitzenverbände, auf die sich Herr Bauer ja so gerne heute berufen hat. Auch die wiederkehrenden Straßenbeiträge sind für uns keine Alternative, weil sie in größeren Kommunen, wo es immer eine Straße gibt, die grundsaniert werden muss, automatisch zu einem jährlich wiederkehrenden Beitrag für alle führen wird. Und deshalb wollen wir sie gänzlich abschaffen. Wir werden den späten Gesetzentwurf der SPD nun im Ausschuss weiter beraten. Wahrscheinlich wird er ebenso wie unser Gesetzentwurf, aber vom Jamaika-Zweckbündnis weggestimmt werden. Damit ist aber für uns das Thema ganz und gar nicht erledigt. Wir bleiben weiter am Ball und zeigen der Straps die rote Karte. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schaus. Als nächste Rednerin spricht schon Frau Kollegin Goldbach von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen! Vorhin, es ist gerade zwei Stunden her, stand hier Dr. Roman Poseck, der Präsident des Hessischen Staatsgerichtshofs. Und er hat zu uns allen einen Satz gesagt, nämlich, Sie repräsentieren den Willen des Volkes. Und so ist das. Wir Abgeordnete sind vom Volk gewählt, und wir sollen den Willen des Volkes repräsentieren. Unsere schwierige Aufgabe ist dabei, erst einmal zu ermitteln und herauszufinden, was ist denn Volkeswille. Wir haben im letzten Jahr sehr viele Zuschriften bekommen von Bürgerinitiativen und einzelnen Bürgerinnen und Bürgern wegen der Straßenbeiträge. Das Erste, was ich gemacht habe, war auch, mich mit einer Gruppe von BI-Leuten zusammenzusetzen und mir sehr aufmerksam anzuhören, was sie zu sagen haben. Und sie haben berichtet von Fällen, in denen Bürgerinnen oder Bürger, Anlieger mit großen Grundstücken, bei denen jetzt die Straße, an die ihr Grundstück grenzt, saniert wird, mit sehr hohen Beiträgen zu rechnen haben. Es gibt Härtefälle, in denen diese Belastungen sehr hoch sind. Und das eigentliche Problem ist, dass die große Größe des Grundstücks ja erst einmal nichts zu tun hat mit der finanziellen Leistungsfähigkeit der Grundstückseigentümer. Das haben wir uns angehört und haben das mit in unsere Überlegungen einbezogen. Dann haben wir natürlich eine Anhörung hier im Hessischen Landtag, die war groß, war hier im Plenarsaal gemacht, und haben dazu die relevanten Gruppen, also die ganzen kommunalen Spitzenverbände eingeladen, einzelne Bürgerinnen und Bürgermeister und Bürgermeisterinnen. Wir haben eben diese Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerinitiativen eingeladen. Es war eine sechsstündige Anhörung und haben dort uns sagen lassen, wie denn nach deren Vorstellung eine neue Regelung oder eine Änderung der bestehenden Regelung aussehen sollte oder könnte. Das Problem war und ist jetzt, zu diesem Zeitpunkt der Anhörung, wo wir diesen Prozess der Willensbildung und für uns den Willen des Volkes zu erfassen gerade begonnen hatten, lag überhaupt kein Gesetzentwurf der SPD vor. Deswegen müssen wir uns jetzt helfen und versuchen, Analogien zu den anderen Gesetzentwürfen herzustellen. Zum Zeitpunkt der Anhörung lag der Gesetzentwurf der FDP vor und der LINKEN.
Jetzt schauen wir mal uns den Gesetzentwurf, über den wir jetzt reden, der SPD an. Der besteht aus zwei Teilen. Er fordert zum einen die Abschaffung der Straßenbeiträge, also sogar ein Verbot, solche überhaupt zu erheben, und zum anderen eine jährliche Pauschale vom Land an die Kommunen. Zum ersten Teil kann man durchaus etwas sagen in Bezug auf die Anhörung, denn das entspricht ja etwa dem linken Antrag. Und dazu haben kurz gesagt der Hessische Städte- und Gemeindebund, man sollte das System nicht ändern. Bei Härtefällen im Einzelfall biete das KAG, Kommunale Abgabengesetz, genug Möglichkeiten, diesen zu begegnen. Der Städtetag sagte, der Gesetzentwurf der LINKEN wird abgelehnt, also diese Abschaffung. Und das beträfe dann eben auch den ersten Teil des Gesetzentwurfs der SPD. Der Grund laut Städtetag ist, ein Verbot der Erhebung von Straßenbeiträgen widerspricht dem Recht auf kommunale Selbstverwaltung. Wir haben noch eine Willensbekundung, die hat der Kollege Alexander Bauer vorhin schon einmal erwähnt, nämlich die parteilosen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Die haben Ihnen das ja der SPD, also den Antragstellern, direkt mitgeteilt, dass sie von dem Gesetzentwurf nichts halten. Deswegen muss ich darauf jetzt auch nicht mehr weiter eingehen. Aber ich möchte auch auf den zweiten Teil Ihres Gesetzentwurfs noch einmal eingehen, also Zahlung von Geld an die Kommunen für die Sanierung von Straßen. Hier ist es ein bisschen schwieriger, jetzt Volkes Wille zu ermitteln oder wie das vereinbar ist mit dem, was wir jetzt hier beschließen und was Sie uns vorlegen. Der Gesetzentwurf fordert, das FAG zu ändern, also das Finanzausgleichsgesetz, KFA. Ich möchte einmal erinnern, wir haben mit Wirkung zum 01.01.2016 ein neues FAG verabschiedet, und zwar ein FAG, und damit sind wir wieder beim Staatsgerichtshof, das sämtlichen Anforderungen genügt, die der Staatsgerichtshof in seinem Alsfeld-Urteil gestellt hat, sämtlichen Anforderungen. Und die Zahlungen sind gerade für die Gemeinden und Städte im ländlichen Raum gestiegen, erhöht worden, und sie sind dort auch so hoch wie nie zuvor. Und deshalb gibt es überhaupt keinen Grund, das FAG jetzt noch einmal zu ändern und die ganze Systematik, die dahinter steckt, nämlich bedarfsgerechte Finanzierung, komplett zu zerschießen. Also, wir haben ein verfassungsgemäßes FAG, und das soll auch so bleiben. Für 2019 fordern Sie etwas anderes. Da wollen Sie 60 Millionen € über einen Nachtragshaushalt bereitstellen. Das finde ich gut. Sie haben genau aufgeschlüsselt, wie Sie das finanzieren wollen. Alles top, super. Aber die Frage ist ja auch, wie wird das Geld verteilt? Und dazu schreiben Sie, die Hälfte soll verteilt werden über die Fläche und die andere Hälfte nach Einwohnerzahl, ja, Einwohnerzahl der hessischen Kommunen. So, gucken wir uns das noch einmal genau an. Gemeindegebietsfläche ist okay, weil da ist durchaus ein Zusammenhang zwischen Gemeindegebietsfläche und Länge der Straßen oder Anzahl der Straßen, die in Ordnung gehalten werden, saniert werden müssen, aber nach Einwohnerzahl? Also noch einmal zur Erinnerung. Die SPD zieht gerade Land auf, Land ab herum und veröffentlicht in Pressemitteilungen, ich habe so einen Stapel gelesen, war interessant, immer, sie wollen die Leute im ländlichen Raum mit großen Grundstücken, die von hohen Beiträgen betroffen sind, entlasten. Sie wollen die Menschen im ländlichen Raum entlasten. Die einmalige hohe Beiträge. Also immer wieder, das ist Ihr Anliegen. Okay, völlig in Ordnung. Jetzt schauen wir einmal an, was Sie machen mit der Einwohnerverteilung. Allein in Frankfurt und Wiesbaden leben ja über 1 Million Einwohner. Und wenn Sie jetzt von Ihren 60 Millionen € 30 Millionen nach Einwohnern verteilen, dann fließen allein 5 Millionen € nach Frankfurt und Wiesbaden, wo überhaupt keine Straßenbeiträge erhoben werden. Ein Schelm, wer dabei denkt, es könnte damit zusammenhängen, dass vielleicht in Frankfurt und Wiesbaden ja auch Wähler, potenzielle Wählerinnen und Wähler wohnen könnten. Nein, das denken wir nicht. Aber diese 5 Millionen € zumindest nützen den Menschen im ländlichen Raum überhaupt gar nichts. Dann schauen wir noch einmal, wann Ihr Gesetzentwurf die Inkrafttretung vorsieht. Am 1. Januar 2019. Und alle die Menschen, die sich jetzt an uns gewandt haben und gesagt haben, wir haben hohe Straßenbeiträge, diese Einmalbeträge können wir auf einmal nicht zahlen, würde das überhaupt nichts nutzen, wenn Ihr Gesetz in Kraft träte, weil das tritt am 1. Januar 2019 in Kraft
Und die, die jetzt ihre Bescheide erhalten haben und die dieses Jahr noch bekommen, haben davon gar nichts. Sie müssten sie nämlich in voller Höhe dieses Jahr noch zahlen. Frau Kollegin, Sie müssen zum Ende kommen. Ja, während mit dem Gesetzentwurf der FDP und dem Änderungsantrag von GRÜNEN, CDU und FDP wirkt das sofort, nämlich genau diese Anlieger erhalten die Möglichkeit, ihre Beiträge, diese einmaligen hohen Beiträge, auch wenn sie jetzt schon festgesetzt sind, zu Stunden über einen längeren Zeitraum zu verteilen und damit diese einmaligen hohen Belastungen zu vermeiden. Das ist die deutlich bessere Lösung.